Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des River Vlogs. Ich bin heute oberhalb vom Wehr. Ich wollte ursprünglich eigentlich ein kleines Holzloch rein, also in die ganz verwachsene Stelle. Da ist aber leider beim letzten Sturm, wir hatten in letzter Zeit sehr viele Stürme und auch sehr viel Hochwasser, ist ein riesen Baum reingefallen. Die komplette Stelle ist verbaut und zugewachsen auch. Da hat dieses Jahr noch gar keiner geangelt. Wäre mega interessant gewesen, aber ja, leider ist da alles dicht. Deswegen sitze ich hier. Ich versuche jetzt instant eine Nacht ein paar Fische zu fangen. Aber jetzt heißt das mal aufbauen, Trolley abladen und Ruten ins Wasser. Die erste Rute ist montiert. Ich habe jetzt einen kleinen Boilie drauf, einen 14 mm Nussboilie mit einem kleinen Pop-up noch drüber. Den habe ich auch ein bisschen zugeschnitten, dass es nicht allzu groß ist. Der ist gelb, deswegen auch, weil ich ein bisschen Dosenmais fütter. Ich habe auch noch ein paar verschiedene Partikel gefüttert und lege jetzt erstmal die erste raus. Die liegt jetzt hier direkt dann an der Uferkante, am Kantenfuß unten. Und die andere werde ich dann direkt in die Strömung mit einem etwas längeren Rig legen, um vielleicht dort die ein oder andere Barbe zu fangen. Die Ruten liegen, jetzt heißt es warten und hoffen. Und wenn in den nächsten 2,5-3 Stunden nichts beißt, dann wechsle ich mal den Köder. Aber ich denke, das sollte zeitnah was beißen. Also der erste Fisch ist abgelaufen, weiß nicht, ob es ein Karpfen ist oder eine Barbe. Ich hatte schon den einen oder anderen Anfasser, ein kleiner Schuppenkarpfen. Da ist er. Da ist der erste. Kleiner spritziger Schuppi. Hat mega gut gekämpft, hat auch einen guten Biss geliefert. Hat sich aber vorher voll angekündigt. Ich hatte richtig viele Schnurschwimmer. Aber es läuft schon mal. Geil.
Morgen. Also an Fischen hat es heute Nacht überhaupt nicht gemangelt. Ich hatte sehr viele kleine Spiegler auf dem Platz. Jetzt gerade noch mal zwei Stück davon. Immer die gleiche Größe. Die haben auf jeden Fall gerade Bock, vor allem mit diesen kleinen Partikeln. Geht's hier richtig ab im Moment. Ja, davon hatte ich letzte Nacht richtig viele. Gerade sind wieder zwei abgelaufen, also hier kommen richtige Trupps durch mit kleinen Spieglern. Die haben mich heute Nacht richtig wach gehalten. Durch die Partikel sind da doch etwas mehr gekommen, als ich gedacht hatte. Macht aber auch Bock. Und vielleicht, ich habe noch ein paar Stunden, kommt noch ein größerer vorbei. Zwischen den ganzen kleinen Spieglern kam jetzt noch ein besserer Fisch auch vorbei. Ein richtig geiler Schuppi, kampfstark und für den Fluss ja auf jeden Fall schon ein guter Fisch. Hier sind relativ wenige Schuppis auch unterwegs, deswegen ist das nochmal ein kleiner Bonus. Mega gut. Ich versorge den schnell und dann zeige ich euch mein Hookbait von der Nacht. Wo ich gestern angefangen habe hier zu angeln, habe ich auf beiden Routen einen 18er Worfter geangelt. Und da hatte ich relativ viele Fehlbisse bzw. Anfasser. Ich wusste nicht genau, ob es Barben sind, vielleicht auch diese ganzen kleinen Spiegler. Und ich habe nicht viele Fische gehakt. Ich hatte dann ein, zwei kleinere Spiegler. Aber es hätte deutlich mehr beißen können. Also die Fische waren auf jeden Fall da und es kam immer so ein bisschen Piepser und Schnurschwimmer. Aber es hat nie wirklich was gebissen. Dann habe ich heute Nacht geswitcht auf zwei 14er Boilies übereinander mit einem sehr, sehr kurzen Haar und auch einem relativ kurzen Rig für hier, für den Fluss. Weil vor allem in der Strömung, wenn ich angel, dann fische ich relativ lange Vorfächer. Ich habe dann trotzdem mal ein bisschen was Neues probiert und halt wieder mit einem kürzeren Vorfach geangelt und mit zwei kleineren Boilies. Und da hat sich dann auf jeden Fall schnell gezeigt, dass es auf jeden Fall besser war, weil sehr viele kleine Spiegler eben gebissen hatten. Und jetzt gerade trotzdem, nur weil kleine Fische gebissen hatten, heißt es ja nicht, dass die Großen dann auch nicht mehr Bock auf den Köder haben. Und es hat sich jetzt auch gezeigt, dass auch der große Schuppi beziehungsweise der größere Schuppi für den Fluss ja auf jeden Fall schon ein guter Fisch, dann die zwei kleineren Boilies eingesaugt hat und halt nicht auf diesen einzelnen Hookbait kam. Zum Beispiel jetzt in der Situation habe ich herausgefunden, dass halt doch dieser Doppelköder viel besser funktioniert und da fische ich jetzt nur noch mit einer Rute weiter. Da habe ich dann einfach ein bisschen weniger Scheuchwirkung und kann halt dann somit auch mit dem richtigen Köder, den habe ich jetzt gefunden, vielleicht doch den einen oder anderen scheueren Fisch fangen. Und habe auch nicht so viel Unruhe auf dem Platz, weil wenn ein Fisch beißt im Normalfall an so einer kleinen Stelle wie hier, dann sind die Fische erstmal weg und es dauert mindestens eine Stunde, bis da der nächste kommt. Der Trolley hinter mir ist schon beladen. Ich hau jetzt ab. Es hat richtig gut gebissen, vor allem der Schuppi am Ende hat sich richtig gebockt. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Hier sind richtig viele Mücken unterwegs. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Achso ja, und wenn dieses Video 2000 Daumen nach oben bekommt, dann ist die nächste Rivervlog-Folge eine richtig lange Folge. Die wird dann mindestens 20 Minuten lang. Also gebt da ordentlich Gas. Und ja, wie immer, abonnieren nicht vergessen.